Teil 2 in Großrosseln. Hier ist Dr. Wolf. Guten Tag. Ja, schönen guten Abend. Genau, es gibt ganz viele Geräte oben, die den Namen Dr. Wolf tragen. Das sind aber nicht Sie. Doch, bin ich. Wir sind der Hersteller. Das heißt, ich habe mir diese Geräte ausgedacht, bin der Entwickler und Namensgeber dieser Produkte. Und als Sportwissenschaftler stehe ich dafür. Genau, das Ganze ist ja deutschlandweit bekannt, aber nicht nur deutschlandweit, sondern mittlerweile europaweit sind Ihre Geräte. Hier ist die neueste Generation, das absolute High-Level, oder? Das ist richtig. Also das ist ein absolutes Novum, also auch für uns in diesem doch entlegeneren Teil Deutschlands. Das haben Sie aber lieb gesagt. So eine hochwertige Ausstattung zu liefern. Also wir haben da Teile dieser Geräte erst vor einigen Monaten auf der Medica in Düsseldorf, auf der Medizinermesse vorgestellt. Und wir sind sehr froh, hier mit der Familie Clanget ein Referenzobjekt gefunden zu haben, auch so nahe zur französischen Grenze. Okay. Das heißt, wieso gerade nahe zur französischen Grenze? Das heißt, Sie expandieren ein bisschen nach Frankreich? Ja, wir haben in Frankreich einen sehr guten Partner, der auch unsere Produkte in Frankreich verkauft und das System ist dort auch recht erfolgreich. Ja. Prima, also Sie sind wirklich der Dr. Wolf? Ja, ich habe einen Personalausweis dabei. Nee, ich glaube Sie, ja, wunderbar. Nee, viel mehr. Also die absolute Prominenz hier im Moment, ja, aber ganz, ganz toll. Wir gehen mal weiter hoch. Er macht jetzt seinen Vortrag. Er macht seinen Vortrag zum Thema Rücken und Gelenke hier in unserem Kursraum. Da haben wir auch einen Schulungsraum. Krass, Sie haben einen riesen Schulungsraum. Ja, ja, da gehen einige Leute rein, hat 140 Quadratmeter, da geht schon was rein, ne? Super, die stehen noch alle. Ja, die hören sich das jetzt an. Bin ich mal gespannt. So, da haben wir jetzt Zeit. Dann ist nicht ganz so voll oben. Na, glaube ich eher weniger. Ich glaube, wenn wir jetzt hochgehen, wird uns nichts anderes erwarten. Das Schlimme ist ja auch, ich habe sie ja jetzt entführt. Alle wollen sie ja haben im Moment, die Melanie Clanget. Ja, und ich habe sie ganz alleine im Moment. Aber das liegt ja daran, wir multiplizieren das Video dann draus. Ja, aber ich muss Ihnen gestehen sagen, mir tut die Ruhe jetzt im Moment auch mal 2 Minuten ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Danke, das nehme ich mal als Kompliment. Ja. Ja, das dürfen Sie als Kompliment. So, hier sind wir wieder am Hausgang. Jetzt geht es einen Stockwerk höher, denn Sie haben es eben schon kurz erwähnt. Wir gucken mal gerade hier nochmal raus. Hat es aufgehört zu regnen? Nee, es regnet immer noch. Hier draußen ist immer noch High Life, hier vor der Tür, ja. Ja, das ist immer noch. Und der Regen hält auch noch das, was er verspricht. Ja, ohne Witz, ihr habt eine Bushaltestelle vor der Tür. Ja, das ist richtig. Und der Bürgermeister hat ja eben schon erwähnt, dass die uns diese Bushaltestelle verschieben werden und die auch noch behindertengerecht anbinden, sodass auch die Rollstuhlfahrer die Möglichkeit haben, hier behindertengerecht mit dem Bus anzureisen. So, wir gehen mal kurz außen rum. Mein Gott, hier stimmt's ja. Wir gehen kaum hoch, da ist hier wieder Stau. Und ist es schön hier, gefällt's Ihnen? Ja, sehr schön. Warum? Entspannte Atmosphäre. Okay, schön. Und Ihnen? Ja. Ihnen gefällt's auch? Ja, es ist hellfreundlich. Man ist immer willkommen. Ist überraschend, oder? Hier mitten so in Großrosseln sowas zu finden? Ja. Okay. Dankeschön. Bitte. So, jetzt sind wir oben. Ich kenne das Ganze ja nur aus dem Rohbau. Ich weiß aber eins, Frau Clanget, was hier links ist, um die Ecke. Das ist mein Büro und ich habe sogar einen Schlüssel dabei. Wollen Sie es sehen? Ja, ich muss es sehen. Das ist schon noch vollkommen geplättet, dass der Dr. Wolf persönlich eben da war. So, das heißt, hier ist es jetzt. Sie hat zu mir gesagt, in meinem ganzen Leben, ich hatte noch nie ein eigenes Büro, noch nie im Leben. Jetzt habe ich es mal, ja, da ist es. Ja, da ist mein Büro und ich fühle mich schon ganz wohl hier. Da ist die Golden Gate Bridge, die Brücke der Freiheit. Ja, ist es die Freiheit hier? Würde ich schon sagen, für mich schon. Ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Genau, 2018 beginnt praktisch, aber lässt sich ja leicht merken, wenn man sagt, ja, wann war die Eröffnung? Anfang 2018, ja? Ja. Ist ja nicht irgendwie am 31.03. oder so, sondern direkt am Jahresanfang? Direkt am Jahresanfang. War uns sehr wichtig, das war beim letzten Mal ja auch schon so. Okay. Wie viele Leute werden hier arbeiten? Das kann ich Ihnen jetzt auswendig gar nicht sagen. Ungefähr. Ich glaube 10, 12. Super. Wenn Sie mal vorgehen? Ja. Also auch noch Arbeitgeberin für ganz, ganz viele Leute hier. Ja, hier kommen wir jetzt in den Kosmetikbereich. Ja. Hier werden wir jetzt mal die Damen der Kosmetik vielleicht mal willkommen heißen. Die Damen der Kosmetik, die sind wo? Das ist die Frau Sandra. Hallo. Für Massagebehandlung, also Wellnessmassage. Das ist meine Kollegin. Hallo. Die Frau Wolf. Ihr seid ja lieb hier. Ja. Ich biete Kosmetik an, mache Permanent-Make-up und Plasma-Pen-Behandlungen. Boah, ich zeige euch beide mal. Ihr seht so schick aus heute. Ja. Es ist da, wenn ihr mal zu dritt hier zusammengeht. Ja. Das heißt, ihr arbeitet hier quasi dann später. Genau, ja. Ist das eine Art Shop-in-Shop? Kann man das so sehen? Nee.
Ja, schon. Genau. Also wir haben es hier eingemietet und ja, machen es hier selbstständig. Im Prinzip alles so aus einer Hand. Das Thema Gesundheit und Schönheit passt ja zusammen, oder? Ja, das passt zusammen, aber es ist immer wichtig, dass man das richtige Team an seiner Seite hat. Und mit den beiden Damen hier bin ich ganz fest davon überzeugt, das passende Team mit im Team natürlich zu haben, gell? Ja. Ich freue mich schon auf die erste Massage. Ich habe mir schon eine Flat gegönnt. Und hinterher gehe ich zur Schönheit. Okay, klasse. So, da ich zeige noch viel zu tun. Ich zeig's mal gerade, das ist alles hier mit viel Stil und viel Liebe eingerichtet. Ja, passt. Die Hörner, die sind der absolute Hammer. Ist das schön mit den Hörnern? Gefällt dir das? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Das sagen alle Kinder, sagen weiß ich nicht, ja. Du hast da was in der Hand, was hast du da? Der Christine gehört der. Ach so, der Christine ist deine Schwester. Nein. Ah, das bist du. Und da hast du ihr geklaut. Nein. Die Kleinen haben den. Ach so, die Kleinen haben den. So. Ganz viele Kinder sind nämlich hier. Hier wird nämlich gespielt. Das ja, heißt, hier kann man sich wohlfühlen. Hier, die strahlen so da hinten. Ihr seid wer? Ja, hallo. Ich bin eine Freundin von der Sandra und von Christine. Okay. Ja, und wir sind halt für Catering das Catering ein bisschen zuständig. Prima, vielen Dank. So. Ja. Ich zeig mal nochmal hier die. Die Räume sind auch sehr schön. Die verstehen ja sich alle hier. Ja. Boah, krass. Ja, gut, dass ich da bin. So voll wird es wahrscheinlich die nächsten zwei Tage nicht mehr. Zeitgleich, sage ich mal. Ja, ich weiß nicht. Also wenn Sie am Montag da sind mit Ihrer Kamera, kann ich Ihnen so viel sagen, dass wir hier überlaufen werden. Okay. Hoffentlich. Ich gönne es Ihnen. Dankeschön. Jeden Cent. Denn erst kommt natürlich der Stress, dann kommt das Geld verdienen. Sie sind auch schon Kundin hier? Nein, ich bin die Mutter. Oh. Von der Christine. Och, ich dachte schon von der Frau Glanche. Nein. Gut, nicht schlimm, ja. Und ist es schön hier? Ja, sehr schön. Ja, das gefällt Ihnen? Ja, auf jeden Fall. Okay, wäre das was alle Frauen begeistern könnte? Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay, super. Viel Erfolg, danke. So, jetzt haben wir hier mal Mäuschen gespielt. Der Gesundheitsbereich hier. Was ist hier? Da ist die Massage. Hier wird dann die Frau Pfeiffer ihre Massagen machen. Verschiedene Formen der Massage. An Ihnen, mit der Flatrate. Ja, ich habe schon zu ihr gesagt, ich würde mich gern als Versuchsobjekt will ich gar nicht sagen, sondern ich würde mich jederzeit hier bereit erklären, draufzulegen. Ich fühle mich in sicheren Händen. So, jetzt gibt es ja noch einen Bereich, wo man essen und trinken kann. Ja, der ist aber leider noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig, aber da komme ich nochmal. Da müssen Sie nochmal kommen, aber wir haben hier noch ein schönes Kinderzimmer, das mit sehr viel Liebe von unserer Kinderbetreuung eingerichtet wurde. Das Kinderzimmer. So, ich fange mal kurz hier an, auf der linken Seite. So, die Kinderbetreuung ist auch zufällig Nein, da? Nein, die ist nicht da, aber eine Kundin mit ihrem Sohn, der sitzt gerade hier. Boah, du bist ja riesengroß. Wieso bist du denn so groß? Und wenn du mal gerade die Arme mal hochmachst? Ich bin so blöd. 3 Jahre bist du schon? Ja. Und wie ist dein Name? Schneider. Okay, und dein Vorname? Wie sagt die Mama zu dir? Schneider? Ja. Okay. Das ist süß. Das ist der Sohn einer meiner Mitarbeiter, der Sohn. Okay, das heißt, wenn Kids hier sind, die sind ja wohl untergebracht, die gibt es eine Betreuung. Ja, die Betreuung ist auch für unsere Kunden kostenlos. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Das heißt, wenn die Mädels hier Spaß haben, dann ist für die Kinder gesorgt. Ja, auf jeden Fall. Das war für uns auch ganz wichtig, weil oft ja das Problem besteht, dass die Mamis nicht können, weil keiner für die Kinder da ist. Genau, ich habe ja selber einen 5-jährigen Sohn. Oh, ist das süß. Der ist total süß, Schwester. Total goldig. Und es macht ihm richtig Spaß. Also es ist so der erste Test praktisch gelungen hier, ja. So, die Leute ganz erstaunt. Da gehen wir ein andermal hin. So, jetzt sind wir fast durch, oder? Ja, jetzt sind wir fast durch. Wir würden gerne. So, der Sandra und der Christine, ja. Was wollt ihr machen? Noch ganz, ganz liebe Grüße. Ich bin die Sabrina, auch eine Freundin von der Sandra und von der Christine. Und alles Gute für die Neueröffnung und ganz viel Erfolg. Super, Dankeschön. Ich gehe jetzt raus an alle. Was ist das, die Mama? Nee. Sie sind wer? Ich bin die Frau Pelz von der Sparkasse Saarbrücken. Sie haben das finanziert, das Ganze? Ja. Oh je, war ich nicht Angst und Bange? Nö. Nee, denn es ist ein tolles Projekt, oder? Ja, und Frau Klonschi, eine tolle Frau. Also man kann sagen, die Sparkasse, der Partner, aber wenn man das jetzt sieht, wie viele Leute das annehmen, ja, ich meine, ich mache ab und zu mal Späßchen, aber so eine Neueröffnung, ja, wo das ganze Dorf ja überläuft, die Leute keinen Parkplatz mehr kriegen, ist das nicht ungewöhnlich? Es ist ungewöhnlich, aber auch nicht überraschend bei Frau Klonschi, wie sie kennengelernt habe vor 3 Jahren, ne? Vor 3 Jahren, also definitiv war mir klar, dass das ein voller Erfolg wird. Okay, eine Powerfrau.
Ja, definitiv. Okay. Und dabei noch sportlich unterwegs, das heißt, da braucht man keinen Gesundheitscheck, wie lange sie noch lebt. Ja, sie wird, aber war schon Stress oder in den letzten Tagen. Sehr, ja, das hat sehr an meinen Nerven. Ja, also ich wollte mich schon in Berus einquartieren, aber ich habe es geschafft. Die Sparkasse Saarbrücken, der freundliche Partner, wenn es darum geht, ein kleines Gesundheitszentrum in Großhausen. Ich habe es letztes Mal beim Rohbau, haben Sie das Video gesehen, beim Rohbau, wo sie gesagt hat? Die Hälfte. Die Hälfte. Am Anfang haben Sie gesehen, wo sie gesagt hat, ein ganz kleines Häuschen habe ich gebaut. Ja, aber sie wollte ja am Anfang auch kleiner, aber hat sich dann ergeben. Aber dann haben Sie gesagt, so viel, nee, mach mal größer. Nee, sie hat ja dann auch gemerkt, dass sie so viel Zuspruch hat und dass sie da gar nicht klein anfangen kann. Gut, super. Sagen Sie nochmal Ihren Namen. Pelz. Vorname? Coletta. Coletta Pelz von der Sparkasse Saarbrücken. Sie hat es möglich gemacht und natürlich die Sparkasse, ist ja klar. Genau. Ganzes Team. Was für ein Team. Genau, das heißt auch da, ohne gute Partner läuft nichts. Ja, so jetzt dürfen Sie mal alle Danke sagen an die Firmen, die nicht da waren. Wer fällt Ihnen da mal so ein? Ja, so die Heizungsbauer war eben schon da. Eigentlich sind viele der Firmen gekommen, die hier gearbeitet haben. Ein ganz besonderer Dank geht aber an die Firma Mahler, der Elektriker, an die Firma Piondo, die bis eben noch kleine Feinarbeiten geleistet hat, an die Firma Debussmann, die auch vehement mit der Belüftung zu kämpfen hatte, und an den Herrn Stähli, der Fliesenleger, der auch tolle Arbeit unten im Wellnessbereich gemacht hat. Ja, ich kann sie ihn gar nicht alle nennen. Eigentlich an alle Firmen, die hier gearbeitet haben, ein dickes, fettes Dankeschön. Und an alle, die auch mitgeholfen haben. Also egal, wer das hier jetzt sieht oder hört und dem wir jetzt vergessen haben, vor allem? Meinen Mitarbeitern, die bis eben noch gearbeitet haben. Die haben bis eben noch in Arbeitskleidung gestanden. Frau Clanché, Sie haben jemanden vergessen. Meinen Mann habe ich nicht vergessen. Der ist während der gesamten Phase unentwegt und unermüdlich an meiner Seite gestanden und hat gearbeitet und alles ermöglichen wollen, was zu ermöglichen war. So. Wenn man sieht, haben wir ja auch viel Selbsthand angelegt unten im Wellnessbereich und ja. Genau, und ganz zum Schluss wollen wir noch danken der Firma Niederer, ja, insbesondere dem Herrn Schulze. Genau. Wo ist der denn? Ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber wir grüßen ihn mal herzlich. Vielen Dank, Herr Schulze. Okay. Und schade, dass Sie jetzt nicht da sind oder wenn Sie da sind, dass ich Sie noch nicht gefunden habe. Okay, super. Wo findet man Sie denn, wenn man Sie so verklaut? Jetzt die neue Adresse. Ludweiler Straße 144a in dem wunderschönen Großrosseln. Genau, ich habe es eben schon bei Google probiert. Ja, man gibt einfach nur Fitnessstudio Großrosseln ein. Es kommt sofort bei Google. Ja, Sie brauchen auch nur meinen Namen einzugeben. Das reicht, glaube ich, auch schon. Hat mir irgendjemand hier erzählt. Und, genau. Genau, bekannt in Stadt und Land, begleitet von der Sparkasse Saarbrücken, die gerade hier um die Ecke abhaut, ja, aber das muss sie nicht, ja. Vielen Dank und viel Erfolg, und Sie dürfen das letzte Wort sprechen auf dem Video, ja. Was wünschen Sie der Frau Clanché? Viel, viel Glück und Erfolg. Sie sind wer? Die Heike. Okay, weil Sie gerade so gucken. Ich bin Julia, hallo. Genau, Sie wünschen mal kein Glück. Doch, natürlich, ganz viel. Alles klar. Und Sie? Der Helmut, aber wir wünschen allen der Frau Clanché viel Glück und dass das erfolgreich ist und dass so auch diese Stadt vorgestellt hat. Super, und das lassen wir jetzt stehen. Jawohl. Am 6., heute ist der 6.? 6. Januar haben wir? 6. Januar 2018. So, tschüss, danke. Vielen Dank.